Am Wochenende war ich in Dassel beim Strategiewochenende. Dort trafen sich die Arbeitskreise des CVDM-Gesamtverbandes, um über das Thema Jugendarbeit und Schule zu reden. Welche Themen haben uns im Arbeitskreis bei der Diskussion zum Thema Jugendarbeit und Schule bewegt, die auch für andere Arbeitskreise von Bedeutung sind? Das wäre eine Frage. Und die andere Frage, gibt es aus der Diskussion in dem Arbeitskreis einen konkreten Handlungsimpuls, eine Anzeige eines Handlungsbedarfs? Also gibt es irgendwas, wo es ums Tun geht? Fangen wir an, Arbeitskreis internationale Arbeit. Das erste ist Schulpartnerschaften. Da hat der CVM gute Projekte eben in der Kinder- und Jugendarbeit. Das kann man die Schulen anbieten. Da könnte es ja auch Schulpartnerschaften richtig geben zwischen einer deutschen Schule und einer CVM-Schule. Wir müssen eigentlich unser Profil und das Image von CVM als attraktiver Partner mit großem internationalen Netzwerk stärken. Und wir machen weiter mit dem Arbeitskreis Jugendpolitik. Also Jugendarbeit und Schule eben nicht nur ein Teilbereich eines Arbeitszweiges, sondern durch die Bank weg ein Thema, das für uns in der Jugendarbeit relevant wird. Der Arbeitskreis Jugendpolitik hält eine jugendpolitische Positionierung des CVM-Gesamtverbandes zu dem Thema für erforderlich. Wir werden deshalb bis zu unserer nächsten Sitzung im September einen Entwurf für die Mitgliederversammlung des CVM-Gesamtverbandes erarbeiten. Dann machen wir weiter mit dem Arbeitskreis Jungschar. Ist es uns wichtig, dass durch die Arbeit an der Schule, die kontinuierliche Arbeit, die in unseren Gruppen stattfindet, also nicht leidet, sondern dass die Gruppen vor Ort eigentlich wirklich auch nochmal gestärkt werden dadurch. Unser Handlungsimpuls, ein Satz, man sollte das System nutzen, wo es geht, und man sollte es umgehen, da wo es notwendig ist. Wir machen weiter mit dem Arbeitskreis Missionarische Jugendarbeit. Wie kann das praktisch aussehen und wann ist es sinnvoll, dass wir reingehen und wann müssen wir aber auch gucken, dass wir außerhalb Angebote anbieten. Wie können wir mit den Schulen ins Gespräch kommen und wie können wir uns auch nicht über den Tisch ziehen lassen und unser Profil behalten und uns vielleicht überhaupt selber erstmal klar werden, was wir wollen und was wir anbieten können. Einen konkreten Handlungsimpuls haben wir daraus formuliert, dass wir im Prinzip einen Pool oder ein Netzwerk brauchen, zum Beispiel mit gut funktionierenden Rahmenverträgen, die es schon gibt, Kooperationsverträge. Machen wir weiter mit dem Arbeitskreis Sport. Wofür stehen wir? Was wollen wir? Was können nur wir bieten? Was ist das Besondere beim CVM-Sport? Dann kommen wir zum letzten Arbeitskreis, Arbeitskreis Tensing. Erstmal sprachfähig. Wir haben gesagt, wir wollen sprachfähig bleiben. Punkt. Zweiter Punkt ist Tensing at School. Wie kann Tensing in der Schule funktionieren, also sehr praktisch. Und unser dritter Punkt heißt Kultur der Wertschätzung. Wie können wir die Kultur, die wir schon haben, eben ein Jugendlicher, der unsere Arbeit besucht, die maximale Anerkennung und Wertschätzung bekommt, die er sich auch wünscht. So, dass eben dieser Druck in der Schule vielleicht minimiert wird, vielleicht gar nicht existiert. Wir haben gemerkt, wir müssen unsere eigene Arbeit nochmal mehr verschriftlichen und mehr nicht unbedingt den musikalischen oder kulturellen Aspekt nach vorne holen, sondern was ist tatsächlich Tensing und was steckt dahinter? Erstmal herzlichen Dank für das, was ihr in den Arbeitskreisen diskutiert habt. Herzlichen Dank, dass ihr das jetzt mitgeteilt habt, auch für die Spuren, die da ja an manchen Stellen schon drin sind. Auch vielleicht noch manches Fragezeichen, manche Frage, die da drin ist, die ist ja manchmal auch hilfreich, manchmal besser sogar als eine Antwort, weil sie auf die Spur weiterhilft oder weiterhilft, an dem Thema dran zu bleiben.